Wenn der Hafen von Palma sich den Schlaf aus den Augen reibt, dann ist er noch fern. Der Trubel der Touristen, die Jahr für Jahr zu Hunderttausenden nach Mallorca kommen. Die Baleareninsel ist der Inbegriff des Massentourismus. Aber vielleicht haben gerade deswegen die Mallorquiner ihre Eigenarten bewahrt und pflegen sie, um sich ihrer Identität zu vergewissern. Palma de Mallorca platzt aus den Nähten. Eine Viertelmillion Menschen lebt hier, die Hälfte der Inselbevölkerung. Für Touristen ist die Hauptstadt die erste Anlaufstelle. Ein Einkaufsbummel in den engen Gassen bietet eine willkommene Abwechslung vom Strandleben. Unweit der Plaza Mayor baut Toni Masigosa sein Puppentheater auf. Assistiert von seinem Bruder will er Esjai de Sabaraketa, Opas Hütte, spielen. Der Titel und die Sprache des Stückes sind Mallorquin, ein katalanischer Dialekt. Seit einigen Jahren die Amtssprache auf der Insel. Selbst in den Schulen wird Mallorquin unterrichtet. Die Geschichte von Jai stammt aus der katalanischen Mythologie. Ihre öffentliche Darbietung war unter Franco verboten. Erwachsene und Kinder verfolgen Tonis Spiel gleichermaßen fasziniert. Zur gleichen Zeit, unweit der Kleinstadt Sineo, im landwirtschaftlich geprägten Teil Mallorcas. Bernat züchtet schon seit Jahren Cerdos Negros, die typischen schwarzen Schweine von Mallorca. Jetzt im Frühherbst kann er sie mit einer besonderen Delikatesse füttern. Feigen. Tomeos Ferkel sind begehrt. Mit seinen schwarzen Schweinen hat er schon so manchen Zuchtpreis gewonnen. Heute ist Markttag und da will er ein paar Ferkel verkaufen. Auf dem Viehmarkt von Sineo angekommen, lässt es sich Tomeo nicht nehmen, erst einmal ein paar Tiere zu begutachten. Das Geschäft kommt später. Ja.
Meine Frau hat einmal gesagt, ich rede mehr mit den Schweinen als mit ihr. Was nicht heißt, dass ich nicht mit ihr rede, aber ich verbringe einfach viel mehr Zeit mit meinen Schweinen als mit meiner Frau. Ich glaube, dass nicht nur ich die Schweine mag, sondern dass die Schweine mich auch mögen. Wenn es nicht so wäre, wären sie so wie die anderen. Aber meine Schweine sind nicht so wie die von anderen Züchtern. Kilometer von La Palma entfernt, auf halbem Weg in die Berge, liegt das Dorf Valdemossa. Täglich wehen Chopin-Klänge durch die Gassen. Im Winter 1838-39 verbrachte das Liebespaar Georges Sand und Frédéric Chopin eine gemeinsame Zeit in der Kartause von Valdemossa. Die Schriftstellerin verewigte die Begegnung literarisch. Chopin komponierte hier zahlreiche Stücke, unter anderem sein Regentropfenprälud. Von 10 Uhr an erklingen im 90-Minuten-Takt Preziosen aus dem romantischen Werk. Ein Chopin-Konzert an historischer Stätte, auch wenn es nur eine Viertelstunde dauert, ist ein Muss für die Besucher von Valdemossa. Carlos Bonim ist der Pianist der Kartause. Hola. ¿Cómo estás? Holst du die Kinder ab? Ja, wann denn? In 10 Minuten. Gut, mache ich. Von den Konzerten allein kann der Pianist nicht leben. Er gibt Unterricht und spielt an den Wochenenden in den Touristenhotels. Carlos' Frau Lara arbeitet als Aufseherin im Museum und verdient mit Näharbeiten etwas dazu. Das Leben auf Mallorca ist für die Einheimischen teuer. 7-mal täglich gibt der Pianist seine Konzerte. Da bleibt wenig Zeit für anderes. Man muss sich daran gewöhnen. Es ist zwar nicht immer genau das gleiche Repertoire, aber den Tag über wiederholen sich die Stücke schon. Es muss aber auf jeden Fall ein Stück von Chopin sein. Ich versuche in jedem Konzert ein wenig anders zu spielen. Schon am Morgen sind die ersten Busse eingetroffen. Täglich wird der Ort von Touristenmassen gestürmt, die auf den Spuren von Georges Sand und Frédéric Chopin wandeln und das Kloster besuchen. Ein bisschen Kultur muss sein im Urlaub. Guten Tag. Ich werde verschiedene Stücke von Frédéric Chopin spielen. In der Werkstatt hinter seinem Haus ist die Puppenstube des Tony Massegosa. Hier repariert und baut er seine Figuren. Schon als ich klein war, haben mir die Puppenspiele, der Zirkus, die Clowns, das Fernsehen, Comics, Abenteuerbücher immer gefallen. Er war früher Sozialarbeiter. Dann beschloss er, sein Hobby zum Beruf zu machen und ließ sich im kleinen Ort Santa Maria nieder. Santa Maria ist einer der Orte, in die sich nur selten ein Tourist verirrt. Hier sind die Einheimischen unter sich.
Die wichtigste Funktion des Puppenspielers ist das Lachen. Das Lachen ist eine gute Therapie. Es kann eine Befreiung sein. Das Leben ist oft traurig genug. Jeder macht mal schlechte Zeiten durch. Und wenn man dann ins Theater geht, will man die Realität vergessen. Eine meiner Erfahrungen: wenn du weißt, wie du die Zuschauer zum Lachen bringst, kannst du sie in eine andere Dimension versetzen. Das versuche ich zumindest. Post für Tony Masegossa, ein Brief vom Festland. Pep Gomez, ein befreundeter Puppenspieler aus Barcelona, schickt Entwürfe für ein neues Stück, an dem er zusammen mit Tony arbeitet. Es handelt vom Peix Nicolau, einer männlichen Sirene, die im Mittelmeer ihren Schabernack treibt. Weil er in Barcelona ist und ich auf Mallorca, schicken wir uns Ideen, Bilder, Pläne, Skizzen, wie wir die Bühne bauen wollen. Pep schickt mir auch Kuriositäten aus der Presse, Witze, Bilder, all diese Dinge, von denen er weiß, dass sie mir gefallen. Auf dem Viehmarkt von Sineo sind die ersten Verkäufe perfekt. Auch bei Tomeo taucht der erste Interessent auf. Was möchten Sie, einen Eber oder eine Sau? Eine Sau. Das Ferkel da gefällt mir. Welches du willst? Eins oder zwei? Eins. Das da. Zwei, vier, sechs, acht. Es wiegt ungefähr 11 Kilo. Dann kommen Sie es holen. Inzwischen ist der wöchentliche Markt vor allem eine Touristenattraktion. Doch noch immer kommen die örtlichen Bauern und Viehhändler hierher, um mit ihren Tieren zu handeln. Wenn die Geschäfte gemacht sind, treffen sich die Händler auf einen Palo. Das ist ein mallorquinischer Magenbitter, der mit Soda getrunken wird. Tomeo Torres arbeitete bis vor 2 Jahren auf dem Hof eines Großgrundbesitzers, bis auch diese Finca, wie so viele auf Mallorca, den Landwirtschaftsbetrieb einstellte und zur Touristenunterkunft umgewandelt wurde. Ich sage immer, das Problem hier auf Mallorca ist, dass nicht denjenigen die Ländereien gehören, die die Erde beackern. Wenn das so wäre, dann wäre Mallorca nicht in einem solch schlechten Zustand. Tony, der Puppenspieler, quält sich mit seinem kleinen Auto durch die Tramuntana, die westlichen Berge Mallorcas. Er ist unterwegs zu einer Aufführung in einer Schule. Thank you.
trotz seines Termins lässt es sich Toni nicht nehmen, hoch oben über dem Torrent de Paris eine Zigarettenpause zu machen, um das imposante Panorama zu genießen. Denn hier fühlt er sich den Göttern nah. Hier kannst du hingehen, um nachzudenken und zu entspannen. Es weht dir der Wind der Berge um die Nase. Hier findest du Ruhe und Erholung, wenn du lange gearbeitet hast. Es ist wunderschön. Nachmittag nutzt der Pianist Carlos eine Pause zwischen zwei Konzerten, um seine Frau ein wenig zu entlasten. Der Puppenspieler Toni hat sich in Valdemossa angesagt und das wollen die Kinder nicht verpassen. Wenn sie keinen Dienst im Museum hat, verdient Laura Bonim etwas dazu, indem sie mallorquinische Trachten näht. Carlos ist erst vor 2 Jahren mit seiner Familie nach Valdemossa gezogen, trotz der hohen Immobilienpreise. Aber er hatte es satt, zwischen den Konzerten allein durch die Gassen zu streifen und seine Familie kaum zu sehen. Laras Trachten werden von Einheimischen bei Festen getragen oder an Touristen verkauft. Heute gibt es eine Rückbesinnung auf alte Traditionen. Früher wollten die Leute immer nur das Neue. Heute sind es traditionelle Dinge wie diese Stickereien. All das scheint wiederzukommen und den Leuten gefällt es sehr gut. Toni Massegossa hat seine Puppenbühne vor der Schule von Valdemossa aufgebaut. Heute spielt er ein klassisches Clownprogramm. In der Seitengasse von Valdemossa hält Jesus González seine Sprechstunde ab. Das tut er einmal die Woche für Einheimische und Residentes, wie die Zugezogenen heißen, die es vor allem aus Deutschland in das idyllische Tal gezogen hat. Doch immer wieder kommen auch Tagestouristen, ältere Damen, denen die Hitze zusetzt, oder wie heute eine Wanderin, die sich den Knöchel verstaucht hat. Quitamos el calcetín. Espera, si te hago daño me lo dices, ¿eh? Esto te hace daño cuando aprieto. Aquí sobre todo tengo patología de gente que se va de excursión a las montañas. Hier haben wir öfter Wanderunfälle. Gelegentlich wird im Sommer jemand von einem Fisch gestochen. Aber wir haben nicht mit den Folgen des Alkohols zu tun. Das ist anders als im Süden der Insel. Das gibt es hier nicht. Nach seiner Sprechstunde ist Jesus González hinab in die Ebene gefahren. Dort besitzt er einige Weinstöcke und eine kleine Bodega. Jesus baut Manto Negro an, eine Rebsorte, die auf Mallorca heimisch ist und sich seit einigen Jahren wieder steigender Beliebtheit erfreut. Der Manto Negro ist bislang nur hier auf Mallorca verbreitet. Aber wir arbeiten daran, ihn bekannter zu machen.
Das ist eine sehr süße und fruchtige Traube, die, wenn man daraus Wein macht, den Geschmack von roten und schwarzen Kirschen annimmt. Auch der Boden gibt ihm einen eigenen Charakter. Aber man muss den Wein einfach probieren. Die Trauben sind für dieses Jahr schon geerntet. Jetzt ruht der Wein in den Fässern. Jesus öffnet eine Flasche vom Vorjahr. Dann wollen wir mal probieren. Schöne Farbe. Eine Freundin ist aus der Stadt gekommen, um seinen Montenegro zu verkosten. Guter Jahrgang. Am Abend ist Tony Massegossa, der Puppenspieler, mit ein paar Freunden in einer Kneipe in Palma verabredet. Sie treffen sich in unregelmäßigen Abständen, um gemeinsam Rumba Catalana, eine regionale Variante der Rumba, zu spielen. Nach dem Konzert ist die Nacht noch lange nicht vorbei. Toni besucht mit seiner Freundin eine Bar in seiner Heimatstadt Santa Maria. Als Vorspeise nehmen die beiden ein Brot mit Sobrasada, einer würzigen Streichwurst, die nur auf Mallorca hergestellt wird. Weil es Toni schmeckt, besingt er das Essen mit einem Glossat, einem mallorquinischen Rap. Dieses Mädchen möchte, ach, dieses Mädchen möchte, dass ich einen Vers mache. Ich habe mir etwas zu essen bestellt, denn ich habe großen Hunger. Doch man hat mir nur Sobrasada gebracht. Dabei wollte ich eine Bratwurst. Samstag, Wochenende. Während die Touristen sich an den Stränden ahlen, zieht es viele Mallorquiner in ihrer Freizeit in die Berge. Zum Wandern, Picknicken oder Jagen. Auch der Pianist aus der Kartause ist schon früh zu den Höhen der Tramontana aufgebrochen. Hier in der Natur gefällt es mir viel mehr als in der Stadt. Meiner Familie leider nicht so sehr. Wenn man an eine Insel denkt, meint man immer nur das Meer. Aber die Berge hier oben sind wie eine eigene Welt. Auf Mallorca dürfen Ziegen gejagt werden. Manche schießen sie einfach ab, andere versuchen sie auf traditionelle Art zu fangen. Micha.
casa darrere. I equipatge. Immer mehr Fincas in den Bergen werden von den Bauern verlassen und in lukrative Zweitwohnsitze betuchter Festlandsbewohner umgewandelt. Dann kümmert sich niemand mehr um die Ziegen, die früher auf den Höfen waren. Sie verwildern, vermehren sich ungehindert und fressen nun die Berge kahl. Einer der Ziegenjäger stammt aus Carlosdorf. Weil er und seine Freunde noch mehr Tiere fangen wollen, schenkt er kurzerhand Toni die Ziege, als die beiden sich hoch über der Küste begegnen. Gracias, Toni. Que vagi bé, no? Venga. Gracias. Adéu. Clap, Miki. Weit unten am Meer liegt der kleine Hafen von Valdemosa. Als die Sonne über die Berge kommt, steigt Jesus González, der Arzt und Weinbauer, zu seinem Freund Matteo aufs Boot. Vor der Küste Mallorcas finden Hobbyangler nach wie vor ausreichend Beute. Die beiden Männer sind auf einen ganz besonderen Fisch aus. Heute wollen wir Goldmakrelen angeln. Das ist ein Fisch, den man im September oder Oktober fängt. Aber dieses Jahr gab es nicht so viele. Das ist ein blauer Fisch mit einem starken Eigengeschmack. Wir bereiten ihn frittiert mit Paprika oder grillen ihn. Nos lo comemos sobre todo frito con pimientos rojos, pero también se puede comer a la plancha. Es un pescado versátil. Die beiden Männer wollen ein letztes Mal versuchen, einige der Fische zu fangen, die als besondere Delikatesse gelten. Die Zeit, in der die Goldmakrelen an Mallorca vorbeiziehen, geht zu Ende. Doch Jesus und sein Freund haben kein Anglerglück. Fantastic. Un árbol hemos sacado. Pero ahora. Ein Rührteig aus Mehl und Eiern als Grundzutat. Dazu Schweineschmalz. Viel Schweineschmalz. Das Schmalz wird auf den ausgerollten Teig gegeben und zu Schnecken geformt. Fertig sind die Ensaimadas, ein Gebäck, für das Mallorca bekannt ist. Bäckermeister Juan Gelabet besteht darauf, dass der Ofen mit Pinienholz entzündet werden muss, damit sie richtig schmecken. Hola, buen día. Buen día, Juan. ¿Cómo están? ¿Va bien? Der Puppenspieler Toni Massegossa wohnt gleich um die Ecke. Er schwört auf das Schmalzgebäck, das mit Puderzucker bestreut und am besten noch warm gegessen wird. Er holt sich beinahe täglich die ofenfrische Köstlichkeit. Massegossa ist aus Santa Maria nach El Arenal gefahren, die Heimstadt des Ballermann. Toni kennt sich hier aus, denn er ist in der Touristenmetropole groß geworden. In diesem Geschäft verbrachte er die Sommer seiner Kindheit. Meine Tante hatte hier einen Souvenirladen.
Damals hat sie nur Sachen verkauft, die auch wirklich auf der Insel hergestellt wurden. Heute kommen die Dinge aus New York, Miami, dem Kongo oder sind made in China. Am Hafen erwartet Toni seinen Freund Pep, den Puppenspieler aus Barcelona. Nach Wochen des Briefwechsels wollen die beiden Männer nun gemeinsam zwei Tage lang an ihrem neuen Stück arbeiten. Hey, Toni! Ja, ja. Hombre. Arriba, hombre. ¿Qué tal, hombre? Oben in den Bergen hat Carlos Bonin die Ziege, die er bei seiner morgendlichen Wanderung geschenkt bekommen hat, geschlachtet, zerteilt und zusammen mit Rosmarinkartoffeln im Ofen gegart. Auf dem offenen Feuer hat er sie warm gehalten. Carlos hat ein paar Freunde und ihre Familien zum Mittagessen eingeladen. Jesús González und sein Freund Mateo haben spätes Anglerglück. Der Anglergott ist doch noch mit uns. Der hat bestimmt 2 Kilo. Ein schöner Fisch. Da kommt er rein. Obwohl es spät im Jahr ist, beißen einige Goldmakrelen an. Zufrieden kehren die beiden Angler in den kleinen Hafen von Valdemosa zurück. Jesús González ist in Valdemosa geboren. Sein ganzes Leben hat er hier verbracht. Um diese Zeit ist kein Tisch mehr frei in dem knappen Dutzend Cafés und Restaurants, die der kleine Ort zu bieten hat. Am Abend wird der Spuk so schnell verschwunden sein, wie er kam. Dann ist Valdemosa wieder bei sich selbst. In diesem Viertel bin ich aufgewachsen. An diesem Kreuz begann das Dorf und weiter unten gab es ein zweites. Dort endete es. Hier war die Wasserstelle, an der die Frauen des Dorfes die Wäsche gemacht haben. Gleich um die Ecke die Tränke, zu der das Vieh geführt wurde, wenn es vom Feld kam. Wir hatten kein Licht, keine asphaltierten Straßen, nichts. Das alles ist gerade einmal 40 Jahre her. Der Tourismus hat Wohlstand nach Valdemosa gebracht. Nicht nur die Angler draußen auf dem Meer haben mit dem Fisch gekämpft. Auch vor der Garage von Toni Masegosa geht es um ein Flossentier. Mit seinem Freund Pep Gomez probt Toni das neue Stück vom Fisch Nikolaus.
Sehr geehrte Damen und Herren, Mädchen und Jungen von Santa Maria, wir erzählen euch heute die wahre Geschichte vom Fisch Nikolaus. Darin geht es um die fantastischen Abenteuer eines Fisches im Mittelmeer. Der Fisch Nikolaus tauchte vor Genua auf. Nein, nein, nein. Natürlich vor Mallorca. Der Mythos vom Fisch Nikolaus wird in zahlreichen Varianten in verschiedenen Ländern rund um das Mittelmeer erzählt. Oben auf dem Meer, der Erste, der ihn sieht, kann ihn behalten. Denn er hat ihn als Erster entdeckt. Hey, hey, schaut hin, schaut hin. Gut, gut, weißt du was? Ich will das alles nicht. Es ist wichtig, dass Blut fließt, weil ein mallorquinisches Volksmärchen, Italo Calvino und Ranea Malila es so sagen. Nicolau, guarda il mare. Io voglio vedere cosa succede nel fondo. E qui al per Nicolau. Tomeo Torres Bernat, der Schweinezüchter, gönnt sich heute einen Ausflug an die Westküste nach Soyer. Bevor die Bahnlinie gebaut wurde, war das von Bergen umgebene Tal nur über seinen tiefer gelegenen Hafen zu erreichen. Soyer ist berühmt für seine Mandelblüte, die Orangenhaine und seine Wurst. Aus dem Fleisch der schwarzen Schweine macht man die beste Sobrasada der Welt. Außerdem hat das Cerdo Negro viel Fett. Aus dem Schmalz werden die besten Ensaimadas von Mallorca gemacht. La mejor ensaimada de Mallorca. Doch Tomeo geht es heute um die Wurst, genauer die Sobrasada. Zwar wird die würzige Streichwurst aus Schweinemett auf der ganzen Insel gefertigt, doch einer der traditionsreichsten Betriebe ist in Soyer ansässig. La Luna, gegründet im Jahr 1900. Einst wurde die Sobrasada ausschließlich aus Fleisch des Cerdo Negro gemacht. Doch heute stammen nur etwa 10% von der einheimischen Rasse. Der Rest wird vom Festland eingeführt. Der Bedarf ist so groß, dass die Weideflächen Mallorcas nicht ausreichen. Das Geheimnis der Sobrasada ist, dass es keines gibt. Die Zutaten müssen nur gut sein. Mir schmeckt auf jeden Fall die Sobrasada vom schwarzen Schwein am besten. Die frischen Würste kommen in die Trockenkammer. Mindestens 50 Tage müssen sie dort hängen. Am besten schmecken sie aber, wenn sie 3 Monate lang gereift sind. Am Abend liegt Valdemossa verlassen da. Die Touristen sind nach Hause gefahren. Carlos Bonim hat sich in sein Studierzimmer zurückgezogen, das ihm in einer der Klosterzellen zugestanden wurde. Panamia.
Komponieren bedeutet für mich, alles auszudrücken, was ich denke und brauche. Es ist für mich wichtiger als alles andere. Wie ein Maler es mit seinen Bildern tut. Für mich ist es aber auch eine Flucht. Werke den Rang eines Chopin haben, sei dahingestellt. Aber genauso romantisch sind sie mindestens. In der Küche von Tony Massegossa wird geschnippelt. Der Puppenspieler kocht für den Besuch vom Festland ein echt mallorquinisches Gericht. Tumbé. Die Grundlage? Verschiedene Gemüse. Auf jeden Fall aber Kartoffeln, Paprika und Auberginen. Alles wird nacheinander gekocht. Erst am Ende gibt man es zusammen in eine Schale. Womöglich ist die Küche der Ort, an dem sich die Eigenarten Mallorcas am sinnlichsten erfahren lassen. Die Eigenarten, die sich die Insel bis heute bewahrt hat, allen Touristenmassen zum Trotz. Musik.